Hallo ihr alle da drin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Chinatown Wars. Ja, in der heutigen Folge werden wir die letzten beiden Standorte für Checkpoint Zeitrennen machen. Und wir werden mit Patriot Park TT anfangen. Das ist dort vorne dieser Patriot. Und wir befinden uns hier gerade im Middle Park. Ich zeige euch das auch nochmal auf der großen Karte. Das ist nämlich auf der linken großen Insel, genau hier. Hier ist auch so ein Dealer in der Nähe, wie ihr sehen könnt. Und ja, die letzte Zeitrennfolge mit dem Go-Kart, die lief ja recht gut. Ich hoffe, die läuft jetzt auch so angenehm. Und ja, ich wollte jetzt einfach die letzten beiden Zeitrennen-Standorte mal fertig kriegen, dass wir das hinter uns haben. Und ja, gucken wir mal, wie das läuft. Die erste Strecke, 1 Minute 25 für Bronze. Wir wollen natürlich wieder Gold in allen Rennen haben, das ist ja klar. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, Leute. Gucken mal, wie das hier so abgeht. Also der Patriot ist ja eigentlich schon mal ein ziemlich schwerfälliges Auto. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ah, verdammt. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute, ne? Ja, die letzte Folge war ja auch ziemlich witzig. Wir haben wieder zwei Hauptmissionen gemacht. Erstmal waren wir bei Mel. Was mich überrascht hat, dass es da noch eine Mission gab, weil im GTA-Wiki, im deutschen GTA-Wiki, gibt es in der Checkliste gar keine dritte Mission bei Mel. Die hieß Half-Cut und da, ja, sollten wir für ihr wieder Hollywood-Material für ihre Primetime liefern. Das heißt, sie hat wieder aufgenommen, wir haben wieder was gemacht und wir haben so ein bisschen Koks in der Stadt verteilt. Und ja, die Süchtigen haben das halt weggeschnüffelt wie sonst was. Und ja, das war eigentlich so im Großen und Ganzen die Mission. Und dann sind wir auch nochmal zum Onkelchen gefahren und da haben wir die Mission Star Wars gemacht. Und da haben wir uns, ja, haben wir so einen kleinen Bandenkrieg, so nenne ich es mal, gegen die Spanish Lords geführt. Und hat mich so ein bisschen an Vice City Stories erinnert, wo man ja da kämpfen musste gegen die anderen Gangs, um die Betriebe einzunehmen. Das war so ein bisschen ähnlich. Und denen haben wir es auf jeden Fall gezeigt, Leute. Die lassen sich so schnell bestimmt nicht mehr blicken. Oh, was ist hier denn los? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Aber es ist schwierig. Hey, Baum! Versaust mir hier die Top-Zeit. Ja, ich glaube nicht, dass das Gold ist. Wobei, es könnte eigentlich Gold sein, wenn man mal so sieht. Weniger als 10 Sekunden gebraucht als die Bronzezeit. Das könnte Gold auf Anhieb sein. Na? Es ist aber nur Silber. Es ist nur Silber. Was stand da jetzt? Mann, ich hab's nicht gelesen. Ich hab es nicht gelesen, Leute. Scheiße. Kann ich auf Pause drücken? Nee. Egal, einfach nochmal besser fahren als vorher, dann wird das schon. Ich hab jetzt gerade echt nicht aufgepasst, was da für eine Zeit stand. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja, das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Dann würde ich jetzt echt mal ein bisschen Bescheid wissen, aber... Einfach schnell fahren. Am besten nicht aufregen, wie in dieser einen Zeitrennen-Challenge-Folge. Das hat mich echt angepisst, aber ist ja alles gut, also. Ich sehe das jetzt auch total entspannt hier. Weil ich sehe es positiv. Das sind die letzten Zeitrennen, die wir jetzt machen. Und dann ist das Thema erledigt, also. Das ist doch total entspannt hier. Näh! Scheiße. Ja. Da kommt das Auto nicht mehr hoch. Das ist blöd. Ja. Okay, noch einmal. Hier komme ich auch nicht so gut rum, finde ich, ne? Das könnte man auch besser machen. Sorry, Herr Kopp, aber ich muss hier durchziehen. Ich darf hier nicht an Speed verlieren, weil sonst kommen wir da den Hügel, also die Treppe da nicht hoch, wie man gesehen hat. Deswegen muss ich mich mal ein bisschen beeilen hier. Ein bisschen. War doch hier filmreif. Wie ich da rumgekommen bin. Hui! 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 Alter! Was ist hier los, Mann? Da war der erste Try ja viel besser. Was ist denn das? Das ist immer dieser erste, wie gesagt, wie ich das immer sage, dieser erste unbekümmerte Versuch, wo man noch gar nichts irgendwie, noch nicht weiß, was auf einen zukommt. Und sobald man die Strecke kennt, macht man sich auf einmal Gedanken über alle möglichen Stellen der Strecke. Was man vorher halt nicht machen konnte. Und das ist manchmal auch gar nicht so, das ist manchmal nicht immer ein Vorteil. So.
go. Ist aber doch deutlich schneller gewesen. Wenn das jetzt nicht Gold ist, dann weiß ich nicht. Ich sag nichts, aber ja, es ist Gold. Das war doch sehr entspannt, Leute, oder? 5 Minuten, die erste Strecke ist geschafft. Ich weiß nicht, wie lang die Folge werden wird. Vielleicht wieder ein bisschen länger, aber ich will es, wie gesagt, einfach hinter mich bringen. Nach diesen, die haben jetzt auch beide Standorte haben jetzt je 4 Strecken. Also so ganz schön umfangreich wieder. Und ich habe gesehen, der andere Standort, da müssen wir auf einem Jetski, auf einem Wetski, heißt es ja in dem Spiel, fahren. Und das wird interessant. Das, da bin ich mal gespannt, wie das so wird auf dem Wasser. Da lasse ich mich aber jetzt mal überraschen. Aber erstmal sind wir mit dem Patriot am Start. Ich dachte so, wir machen das hier zuerst, weil ja, erstmal Patriot und das Beste kommt dann zum Schluss, so nach dem Motto. Wow. Auch wieder 2 Runden, ne? Wohin? Ach, hier runter. Was ist denn das? Interessanter Streckenverlauf auf jeden Fall. Da war Rockstar wieder sehr kreativ. Sehr kreativ. Ja. Yes. Leute, es tut mir echt leid, dass ich euren schönen Familienausflug im Park hier unterbinde, aber Leute, das geht nicht. Wir haben Kontaktsperre. Oh, scheiße, was mache ich da? Das hat jetzt alles gekillt. Das hat jetzt alles gekillt. Vielleicht können wir sogar noch Silber erreichen. Ja, wenn es... Vielleicht noch Bronze. Ja, Bronze ist es. Yes, yes, wir haben Bronze. Wup, wup. Ja. 1,07. Es wäre einfach, es wäre wahrscheinlich schon Gold gewesen jetzt. Wenn ich nicht gefailt hätte, wenn ich da nicht hängen geblieben wäre. So. Okay, wir machen es einfach nochmal. Ich sehe jetzt komplett entspannt, Leute. Erwartet nicht von mir, dass ich hier ausflippe. Dafür habe ich viel zu gute Laune. Und ja, nee, das wird nicht passieren. Also, das kann man nie vorhersagen, aber ich glaube nicht. So, jetzt aber, jetzt hauen wir hier Goldmedaille raus. Mit Ansage. Mit Ansage, Leute, ich sage es euch. Ist die Strecke schon, ne? Aber das ist halt, die ist angepasst an den Patriot. Das ist der Vorteil. Also man, es wird gar nicht erwartet, dass man überall perfekt rumkommt, weil das mit dem Patriot auch gar nicht so wirklich geht. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr entspannt. So, jetzt kommt gleich die Horrorstelle. Diesmal bleibe ich da nicht hängen. Jetzt einfach nur noch durchziehen und, oh, fast unter einer Minute. Das könnte natürlich sein, dass es unter einer Minute Gold ist, ne? Da müssen wir halt jetzt einfach nochmal versuchen. Also wir gucken mal. Jetzt achte ich doch drauf, wenn das nicht Gold ist, dass da, was da genau steht. Ja, Gold. Ich weiß jetzt nicht mal, was genau Gold ist. Das hätte ich euch ja jetzt auch gerne gezeigt. Aber wenn ihr genau so eine Zeit erreicht wie ich, dann habt ihr auch Gold. Naja. Eine Minute 5 für Gold. Und das sieht schon sehr interessant aus. Ey, dieses Häuschen, das erinnert mich so heftig an GTA 3, ne? Da gab es ja auch so eine Challenge. Aber das war doch mit einem Landstalker, ne? In dem Park. Ich meine, es war mit einem Landstalker. What? Wow, mit einem Stunt sogar. Es wird ja immer wilder hier. Hui, 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 hui. Das war schon die erste Runde. Raus da! Leute! Weg da! Der Vorteil ist, wir können die Autos auch richtig easy wegrammen. Also es ist total möglich hier mit dem Patriot, weil es ein starkes Auto ist. Es ist ein mächtiges Auto, das alles wegrammt. Und das wird wahrscheinlich kein Gold sein. Da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Es ist sogar nur Bronze. 1 Minute für Silber. Und dann, ja, okay. Da muss ich mich nochmal ein bisschen steigern. Das war ja jetzt überhaupt gar nichts. 1,35. Das ist eine lange Strecke. Aber ich weiß nicht. Lange Strecken sind eigentlich auch nice, weil man kann die kleinen Fehler, die man immer mal wieder macht,
wenn man irgendwo gegenfährt, kann man so ganz gut ausbügeln. Eigentlich. Und bei so kurzen Strecken darfst du halt nicht so viele Fehler erlauben, da weil die Strecke halt gar nicht so viel, ja, Inhalt bietet, um das wieder gut zu machen, so ein bisschen. So, let's go, Leute. Ich muss gleich nur dran denken, dass ich hier raus muss. So, das ist doch schon mal fast professionell. Also, so machen das die Speedrunner bestimmt auch. Genauso wie ich das hier mache. Dürft nicht immer alles ernst nehmen, Leute, wenn ich sowas sage. Das ist natürlich nur Spaß, ne? Ich hoffe, das ist jedem bewusst. Ah, jetzt dran denken, dass ich jetzt hier gleich raus muss. Haupt da! Weg da! Der oft angesprochene Random Factor bei solchen Spielen. Ja, spielt natürlich hier wieder mit rein. Zieh durch! Zieh durch! Zieh durch! Es ist Silber. Aber für Gold reicht es bisher noch nicht. Keine Fotos. Keine Fotos. Keine Fotos. 56 Sekunden. Ich bin noch 4 Sekunden weg davon. Wie soll ich das denn machen? Ja gut, ein bisschen weniger als 4, aber wo soll ich die Sekunden hernehmen? Nee. Ja. Ja, ich muss gucken. Das wird schon irgendwie. Wenn ich da zum Beispiel, wenn dieses eine Auto da zum Beispiel in dem Moment nicht an uns vorbeifährt, wo wir da rausfahren, durch das enge Tor da, dann haben wir auch schon mal ein paar Sekunden gespart und ich muss versuchen, wenn ich diesen Sprung mache, dass ich nicht immer in dieses eine Gemälde oder was auch immer das da ist, reincrashe, weil da verlieren wir auch so viel Speed. Den Schwung müssen wir einfach behalten. Hier schön raus. Ja. Das ist schon wieder blöd jetzt. Hier jetzt kommt die Stelle. Genau. Okay, so eine Bank kann man mal mitnehmen, aber mehr jetzt auch nicht. Das ist gut. Jetzt. Ja, nicht ganz perfekt, aber schneller als bisher, würde ich sagen. So, auf den ersten Blick. Ja. Holy shit! Oh, es reicht. Sehr gut. Sehr gut, hat ja doch funktioniert. Haben wir doch nochmal viele Sekunden rausgeholt, so. Also es ist manchmal erstaunlich, wie viel man da noch rausholen kann. Manchmal denke ich mir, wenn ich zu Silber erreiche, ey, wie soll ich Gold machen? Aber dann sieht man sowas und dann, ja, kein Ding. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Okay, Strecke 4, 1,35 wie gesagt. Also, ja, wer weiß, wie viel wir da für Gold brauchen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. So, natürlich wieder der unbekümmerte erste Versuch, wo man noch gar nichts weiß. Oh yeah. Alter, was ist das für eine komische Strecke? Rockstar, was macht ihr? Was ist los mit euch? Es ist schon wieder hier Gewusel vom Allerfeinsten. Leute. Leute. Was ist denn das? Und das ist nochmal eine Strecke. Ist das nur eine Runde? Nee, zwei. Ach, und dann nochmal diesen Kurs hier fahren oder was? Ist denn das hier? Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist ja verrückt. Das ist ja der Wahnsinn hier. Links und rechts und links und rechts. Ey, ich. Oh, das, so hätte ich das machen müssen. Beim letzten Mal habe ich gebremst. Das war nicht so clever, glaube ich. Ich glaube, das wird sich noch rächen. Ach, Leute. Was ist denn das hier? Moin. Nein. Oh, der Baum. Der fucking Baum. Baum, baum, baum. Ich finde mich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Oh, 12 Sekunden unter Bronze? Ist da vielleicht sogar die Goldmedaille möglich? Die Spannung steigt, Leute. Wo ist der Trommelwirbel?
Es ist einfach Gold im First Try. Perfekt. Jetzt haben wir wieder unser schönes Bild hier mit 4 Goldmedaillen. Boom, Leute. Okay, Leute. Das war jetzt erstmal Patriot Park TT. Wir haben alle Strecken abgeschlossen. Und jetzt geht's zum Jetski. Da muss ich aber erstmal nochmal gucken, wo das jetzt genau ist. Und ja, da sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Machen wir weiter mit Wetskapade TT. Dort unten steht auch schon unser Wetski bereit. Und ich zeige euch natürlich nochmal auf der großen Karte, wo sich das befindet, falls ihr das auch machen wollt. Zwar ist das auch noch auf der rechten großen Insel, was ich sehr praktisch finde, weil sonst hätte ich wieder so weit fahren müssen. Das ist direkt hier, ne? Und dann hier unten halt steht es da an diesem Steg. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal drauf und dann gucken wir uns mal an, wie ich mich so anstelle in den verbleibenden 4 Zeitrennen in diesem Spiel. Und dann sind wir durch damit also. Ja, Wetskapade TT. Das wird lustig. Strecke 1, 2 Minuten. Wie lang sind denn diese Strecken? Meh. Achso, ich darf ja noch gar nicht. Ich darf ja noch gar nicht schauen. Ich darf noch nicht luschern, ne? Da macht Rockstar nicht mit. Da machen sie nicht mit. Also so mogeln im Vorfeld schon mal eine weitere Strecke angucken. Das ist jetzt nicht so im Plan. Aber gut. 2 Minuten 01 für Bronze. Machen wir einfach mal. Müssen wir mal durch die Bojen fahren oder was? Boah, Leute, was ist das hier für eine Steuerung? Boah. What the? Was sind. Sind das Minen oder was? Alter, was ist das denn für eine crazy. Wer denkt sich denn sowas aus? Warum sind hier Minen im Wasser? Das ist ja geistesgestört. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja geisterkrank. Ich weiß, dass das geisteskrank heißt, Leute. Nur ein Arbeitskollege von mir damals mal gesagt, das ist ja geisterkrank. Und irgendwie haben das dann auf einmal alle gesagt. Um den so ein bisschen zu verarschen. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Ah, kommt schon! Alter, was ist da? Da muss ich mich nochmal dran gewöhnen. Das ist halt echt ein bisschen. Und wieder diese Minen. Also mit Minen habe ich jetzt nicht gerechnet. Also das ist jetzt irgendwie. Also wieder typisch GTA, ne? Das ist wieder typisch GTA. Also die Runde war jetzt nicht so erfolgreich. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber, was nicht ist, das kann ja noch werden. Muss ich eigentlich auch nach vorne lehnen oder so? Geht gar nicht, oder, in dem Spiel? R1 oder so drücken und dann kann man besser um die Kurven. Ich weiß nicht, ob mir das so viel Speed beschert, dass ich hier easy durchkomme. Ich glaube, ich sollte so wenig lenken wie möglich, ne? Weil man ja sonst auch langsamer wird und so. Also das ist nicht mal Bronze, also hui. Leute, das könnte schwieriger werden, als ich gedacht habe. Ich dachte so Jetski. Auf dem Jetski fahren, das ist ja ganz entspannt vielleicht. So, vielleicht wird das das Entspannteste bisher. Du hast es nicht geschafft. Also ich meine, nicht Bronze schaffe, das ist echt selten. Ja, ist mir das überhaupt schon mal passiert? Huiuiui. Da muss ich ordentlich zulegen jetzt. Ja, ich will nicht beenden. Ich stelle mich der Challenge. Ja, so kann man natürlich machen, ne? Ich glaube nämlich auch durch diese Sprünge verliere ich auch Zeit. Dann sollte ich eigentlich versuchen. Ich muss einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Der Versuch ist eh jetzt für die Katz, aber ich möchte einmal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier. Wenn ich jetzt hier einfach so dran vorbeifahren würde. So ganz knapp so. Das nimmt er nämlich auch mit. Und ich glaube, dann bin ich schneller, als wenn ich die Sprünge halt normal absolviere. Kann mich auch täuschen, aber. Ich fühle es immer so, als es kommt mir so vor, als wenn ich Zeit verliere, wenn ich die Sprünge mache. Ist natürlich auch nicht so einfach, die mitzunehmen, also nicht mitzunehmen. Aber guckt euch das an. Wenn man die ganz knapp streift,
Das geht schon klar. Aber es ist halt sehr, sehr risiko, ja, reich, weil es kann halt ganz easy passieren. Oh, so geht das doch. Leute, das ist ja hier. Ich bin Jetski-Profi, Leute. Den kann ich jetzt mal machen, den Jump. Ist mir jetzt auch egal. What the? Oh, what the freaking hell? What the frick? What the frick? Sag ich da immer. Scheiße, Mann. Das war eine gute erste Runde. Kann man so machen. Nicht da rein. Also noch eine Mine darf ich nicht, nein. Eine geht nicht mehr. Also das Ding ist schon fast im Arsch. Nochmal sowas und dann bin ich im Arsch. Nein! Mann! Es wäre auch zu schön gewesen, ne? Lief eigentlich ganz gut. Also man sieht, wenn ich das so mache, dann habe ich eigentlich auch ein paar Sekündchen, die ich da rausholen kann. Und das mache ich jetzt einfach nochmal so. Weil ich bin nicht enttäuscht darüber. Das war sehr gut. Das hat... Hey, komm, ganz ehrlich, ich war nicht mal dann... Weiß ich nicht, wie die mich jetzt treffen konnte. Hat das Ding so kleine Härchen oder was? Und dann, wenn ich da rein... Mia, 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 mia. Das könnte schwieriger werden als gedacht. Aber vielleicht ist es ja auch nur diese erste Strecke, die so ein bisschen nervt. Easy, Leute. Easy. Easy. Wo ist überhaupt das Problem, Konto? Mach das doch einfach. Einfach hier, zack, zack, zack. Ah, ganz knapp vorbei dran. Schramm. Bam. Ich kann natürlich auch die Sprünge einfach machen. Ich mache jetzt einfach die Sprünge und guck dann, wo ich stehe. Vielleicht muss ich das ja gar nicht machen. Ich meine, es ist ja beabsichtigt, dass du darüber springst, oder? Den ersten nehme ich aber nicht mit, weil den finde ich super unnötig. Weil da ist es sogar... Da ist halt der Checkpoint so weit weg von der Rampe. Oder halt überhaupt nicht auf der Rampe, sodass man da schön vorher noch... Ja, weglenken kann. Hier mache ich jetzt das mal mit. Aber ich komme mir so langsam vor. Ihr seht das. Man wird doch langsamer dadurch. Guckt euch das an. Also vielleicht reicht es trotzdem für Gold. Und dann passt das ja. Ich glaube, wenn man hier die absolute Bestzeit aufstellen will, dann muss man auf jeden Fall das so machen. So. Hey. So. Es geht sogar. Also man kann diese Sprünge ruhig machen. Gehen jetzt nicht. Ist echt, also es ist nicht schlimm. Dann mache ich die halt auch. Dann ist alles supi. Okay, so sollte man natürlich nicht fahren. Möglichst gerade. Damit das dann auch gleich weitergehen kann. Man nicht wieder irgendwie lenken muss, korrigieren muss. Das ist halt hier auch der Knackpunkt, ne? Weil hier bin ich vorhin so langsam durchgefahren. Deswegen habe ich da ordentlich Zeit verloren. Jetzt hier nicht diesmal. Jawohl. Sieht gut aus. Mal gucken, wo wir uns positionieren. Ob das jetzt Gold ist, weiß ich auch noch nicht. Aber man muss mal gucken. Ich glaube, es ist nur Silber. Wobei ich mir nicht schlecht vorkam. Es ist nur Silber. Ja. Einmal diesen einen Sprung nicht so verkacken auf der Rampe und dann ist es geschafft. Also, ja. 1,47. Okay, die werden nicht länger, die Rennen. Das ist entspannt. Gehen wir es nochmal an, Leute. Wir müssen eine Sekunde und ein paar Zerquetschte zusammen kratzen. Um das hier zu schaffen. Und das sollte wohl möglich sein. Also, da bin ich optimistisch jetzt. Sehr optimistisch, also. Das ist machbar.
eng sollte man die halt auch nicht nehmen. Aber so müsste das in Ordnung sein. Au! Hat uns das jetzt ein bisschen nach vorne geboostet durch die Explosion? Kann sein. Sah für mich jetzt so ein bisschen so aus, ne? Ah, das ist halt aber auch echt knapp, ne? Also ich fühle mich jetzt nicht so, als könnte ich hier noch so viel Zeit rausholen aus meiner... Also so, wie ich es gerade mache. Das ist schon ein bisschen am Limit jetzt hier. Finde ich. Aber okay. Ich muss gucken. Jetzt ist auch schön dunkel. Stört mich jetzt hier aber nicht. Man weiß ja trotzdem, ist ja auch nicht so komplex, die Strecke. Okay. Nein! Oh Gott. Okay, man kann zwei aushalten, aber dann ist auch Schluss. Easy, Leute. Easy. Haben wir ordentlich was rausgeholt da. Also, das ging. Vielleicht war die Explosion ja der Schlüssel zum Erfolg. Wer weiß. Ist auf jeden Fall Gold. Okay, die erste Strecke ist geschafft. Es fehlen noch drei weitere. Ich hoffe, bei den weiteren brauche ich nicht so lange. 1,47. Okay. Schauen wir mal, wie die Strecke wird. Was ist das denn? So, Rampe. Huiuiui. Alter. Ist das so gedacht, dass man hier so auf dem Steg rutscht oder was? Oder war ich gerade einfach nur unnormal langsam? Junge, Junge, Junge. What the... Was ist das denn? Ich sehe nicht mal was. Was war denn das gerade? Sind wir über ein Schiff gesprungen oder was? Immer noch erste Runde, ne? Oh, Junge. Boah. Das war die erste Runde. Hui. Also sehr, sehr actionreich hier auf jeden Fall. So mit allen möglichen Dingen und so. Ey, keine Ahnung, was das hier soll eigentlich, aber... Interessanter Streckenverlauf, mal wieder. Also es ist ja... Okay. Ja. Ich weiß nicht, wo wir jetzt zeitlich stehen werden, aber ich glaube nicht, dass es Gold wird. Ich kann das jetzt gerade noch nicht... Wahrscheinlich ist es kein Gold. Ah. Nee. Halt auch nicht so langsam, aber es wird kein Gold sein. Also wenn, dann Silber. Wenn überhaupt. ...1,37. Ja, okay. Ich muss mehr mit dem R-Button arbeiten, weil man dann eben ein bisschen besser um die Kurven kommt und so. Da muss ich jetzt mal dran arbeiten. Wenn ich das mache, dann sollte da noch was möglich sein. Ich musste halt auch erstmal reinkommen. Also man muss sich ja erstmal an die Strecke gewöhnen, ist ja klar. Aber dass man hier ein bisschen auf den Boden schrammt, das denke ich mal normal, oder? Ich glaube, das ist auch nicht so... Also man verliert auch nicht so viel Zeit dadurch. Ein bisschen so machen. Ein bisschen enger durch die... Dann sollte das schon machbar sein hier alles. Jetzt kommt gleich wieder dieses Schiff. Mal so machen. Ja, das geht doch klar. Bisschen smoother um die Kurven kommen und so. Bisschen hiermit arbeiten und dann ist das eigentlich eine super erste Runde, würde ich mal meinen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf Kurs sind. Aber ich will mich auch gar nicht so weit mit den Zeiten beschäftigen jetzt. Ich will einfach fahren und gucken, wo die Reise hinführt. Ja,
habe ich noch Slalom extra gemacht. Das war natürlich nicht so gut. Nein, warum nimmst du den denn nicht mit? Ach, Leute, das war gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Wenn ich den jetzt mitgenommen hätte, vielleicht hätte das gereicht. Aber gut, wir machen es einfach nochmal. Dass die Folge lang wird, da... Ja, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das ist klar. Das ist sie jetzt schon. Aber man muss das positiv sehen. Wenn wir das haben, dann sind wir durch. Dann sind wir durch mit den Zeitrennen in diesem Spiel. Dann müssen wir die nicht mehr machen. Dann sind wir durch. Nie und nimmer wieder. Außer ich spiele es irgendwann nochmal oder so. Das kann man natürlich nie ausschließen. Aber für den Moment ist es dann erstmal das gewesen. Okay, das war nicht ganz so gut. Okay, ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Auch gleich beim Slalom. Das ist nämlich wieder der Kasus Knacktus. Dieser Challenge. Ob man da gut rumkommt oder nicht, hängt einzig und allein von diesem Slalomkurs ab. So, jetzt kommt das gute Boot. Oder Schiff, besser gesagt. Runde oder nicht? Ich würde sagen schon. Ganz ordentlich. Oh Gott, das war schlecht. Oh Gott, nee. Nee. Das war nicht gut. Also da habe ich viel zu lange da auf dem an Land rumgeschlittert da. Ist nicht so gut gewesen. Naja, aber man muss mal gucken. Scheiße. 1,37 brauche ich. Das ist auch nicht Gold. Heilige Scheiße, wie mache ich das denn? Es wird schwierig. Ich sehe das schon, weil eigentlich ich fühle mich jetzt nicht schlecht. Also ich habe mich jetzt nicht... Also ich fand das jetzt nicht so schlecht, was ich da gemacht habe. Okay, man muss schon möglichst gerade. Und so. Ja. Das ist, es ist schon heftig, muss ich gerade sagen. Also da jetzt noch so viel rauszuholen. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Versuch es natürlich. Ah, doch, das war schon. Das war schon deutlich besser. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht wieder in so eine. Genau, das passiert mir halt jedes Mal in der zweiten Runde, dass ich da so scheiße drüber komme. Und das versaut mir dann eigentlich immer alles so. Aber die erste Runde war echt gut, also vielleicht kann ich es trotzdem noch ins Ziel retten. Vielleicht kann ich es ins Ziel retten. Das wäre natürlich optimal. Also irgendwie jetzt versuchen, diese erste Runde so mitzunehmen, so zu nutzen, dass das jetzt gleich hinhaut. Das wäre schön. Und jetzt eigentlich nur noch geradeaus durchziehen. Egal. Komm, Boost ins Ziel. Und es reicht sogar mit Brechen und Biegen. Ist es die Goldmedaille. Ganz knapp, aber... Ja, am Ende ist Gold Gold, ne? Und es hat ja doch irgendwie gereicht. Oh, also ich muss sagen, die sind echt anspruchsvoll, diese Wetski-Challenges hier. 1,32 für Bronze. Die werden ja mal kürzer, die Strecken. Nicht, dass ich was dagegen hätte oder so. Ich will sie einfach nur schaffen. Ja.
Hui. Hui. Junge. Wo führt ihr mich hin? Ja, nochmal über eine Rampe. Und nochmal. Und in eine Mine. Nein. Oh, es geht aber. Ich habe den Sprung zwar nicht genommen, aber nehmen wir das einfach mal so mit. Weil die Strecke ist mir eigentlich ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Ist nicht zu schwierig. Klar hat es ein paar Stellen, wo man sich so denkt, so aber die hast du eigentlich immer. Das hier zum Beispiel ist kompletter Abfuck hier. Aber es geht eigentlich. Und jetzt kommt halt die Session mit den Rampen gleich. Jetzt kommt die Rampen-Session. Drei Rampen hintereinander. Diesmal nehme ich sie auch mal alle mit, wie man es mal machen soll. Und bumm. Fast 10 Sekunden unterboten. 9,5 Sekunden. Das wird wahrscheinlich für Silber reichen und knapp nicht für Gold. Die Spannung steigt. Eine halbe Sekunde hat uns gefehlt. Eine halbe Sekunde. 3 Minuten, da hauen sie noch mal einen raus. So auf dem letzten Kurs wollen sie den Contra noch mal ärgern hier. Danke, Spiel, dass du mir das schon gespoilert hast. Dass ich jetzt schon weiß, dass ich gleich in einem 3-Minuten-Rennen verbringen werde. Was wahrscheinlich vom Kurs auch noch so anspruchsvoll sein wird, dass man da auch noch mal ein bisschen verzweifelt. Weil Rockstar sich genau gewusst hat, was machen die Spieler wohl als letztes von den Zeitrennen? Wahrscheinlich das auf dem Wasser. Ja, dann müssen wir das letzte Rennen natürlich nochmal zum Abschluss richtig, richtig brutal machen. Aber Leute, das soll jetzt noch gar nicht das Thema sein. Wir müssen jetzt erstmal hier das dritte Rennen meistern. Denn mit Silber gebe ich mich nicht zufrieden. Bronze reicht, wie gesagt. Aber ich will Gold. Ich will einfach Gold haben. Das ist ja mehr als machbar. Man sieht das ja. First Try und ich haue hier fast Gold raus. Ohne die Strecke zu kennen. Also, ich bitte euch, Leute. Warum sollte man da nicht Gold holen? Das wäre ja voll die Verschwendung, hier keine Goldmedaille zu ergattern. Wenn sie so einfach machbar ist. Aua! Aua! Da war was im Weg! Mach das weg! Okay. Konzentration. 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 Erste Runde. War die ganz gut. Ich habe gerade echt kein Gefühl, ob ich gut bin oder nicht. Ich fahre einfach ein bisschen. So wie beim ersten Rennen. Wie beim ersten Versuch. Einfach fahren. Nicht so drüber nachdenken. Einfach die Scheißstelle jetzt hier. Ja. Da wollte ich zu viel. Das ist, wenn man zu viel möchte. Wenn man das so zu eng schneiden möchte, um da noch doch ein bisschen rauszuholen. Was ja an sich nicht der verkehrte Ansatz ist, aber dafür das ganze Rennen wegzuwerfen, ist halt, vielleicht sollte ich da ein bisschen, also nicht ganz so gewagt an die Sache rangehen, um hier, es wird wohl auch so reichen. Oder? Vermutlich wird es auch so reichen. Na, Michael, ich möchte mir immer wieder gleich, das muss ich mir echt abgewöhnen, das so zu machen. Weil so dauert das und zieht sich wieder alles in die Länge. Ich meine, wir werden wahrscheinlich unter einer Stunde bleiben. Hoffe ich. Auch wenn nicht, ist mir auch egal. Fakt ist, ich werde damit jetzt fertig in dieser Folge. Daran besteht gar kein Zweifel. Aber so überhaupt keiner. Machen wir doch einfach so. Ein bisschen weiter da dem Checkpoint entgegenfahren und dann zählt er doch auch. Wo ist das Problem? Muss man doch nicht hier so ein. Zu viel darf man auch nicht wollen, also. Boah. Da muss ich jetzt den hier machen, Trick 17. Ging nicht anders. War aber eine ganz gute Runde, würde ich sagen, oder? Also immer mit dem R-Button arbeiten, hier ist es ganz wichtig. Sonst schafft ihr keine Bestzeit hier in dieser Challenge.
Jetzt auch nicht überall, aber in dem Fall muss man es zum Beispiel machen. Und hier jetzt auch. Na, es sollte nicht so schlimm sein, hoffentlich. Ja. Geht das klar? Nein, geht es nicht. Das war schlechter als der eine Versuch. Wo habe ich denn so viel Zeit verloren? Sag mal. Wo habe ich denn so viel Zeit verloren? Könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen. Gut, okay, über die Rampen muss man vielleicht ein bisschen besser. Soll ich die Rampen mal einfach nur streifen? Soll ich das mal versuchen? Vielleicht kriegen wir da die Sekunden, die wir brauchen. Vielleicht. Oder einfach alles ein bisschen enger schneiden. Aber damit habe ich nicht so eine gute Erfahrung. Und da bin ich eben auch hängen geblieben an dem... Nee, ich nehme mir die Rampen ganz normal. Der Fehler war, dass ich da eben gegen so eine Stange geknallt bin. Oh, nee. Jetzt muss ich hier auch wieder... Das kann ich vergessen. Oder? Ich versuch's trotzdem. Jetzt muss ich halt eine richtige risky zweite Runde hinlegen. Dann wird es vielleicht noch was. Vielleicht einfach mal ein bisschen Risiko jetzt. Vielleicht reicht es dann. Ja, okay, das war zu viel. Nochmal. Ah, das ist wirklich, das ist jetzt wirklich wieder knapp. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich noch so viel rausholen kann. Da ist die Zeit wirklich eng bemessen. Meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es ja auch wieder einen Trick oder irgendwas, was ich hier nicht richtig mache, um hier vielleicht noch mehr Zeit rauszuholen, aber... Also ich habe mich jetzt vorhin nicht so schlecht gefühlt, sagen wir es mal so. Also ich war eigentlich... Also ich war nicht sicher, dass es Gold wird, aber ich hätte mir zumindest vorstellen können, dass ich besser bin als bei dem Versuch davor, aber scheinbar nicht. Nee, komm, die schramme ich nicht, das ist mir zu blöd. Wenn man so fährt, dann passt es doch. Okay. Auch wieder ein bisschen risikoreich. Ja. Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Nein, nein. Alles gut. Jetzt einfach nur noch geradeaus und hoffen und beten und bangen und beten und bangen. Und es ist... Ja, doch sehr deutlich, oder? Da bin ich aber auch wirklich fast nirgendwo angeeckt und so. Und das hat dann auch wieder, das hat sich ausgewirkt. Und ich habe die Rampen besser genommen. Man muss sich wirklich dann daran denken, wie sind die Rampen ausgerichtet. Und so muss man auf der vorherigen Rampe auch schon springen, dass man die Richtung schon so ungefähr hat. Die Ausrichtung, dass man nicht mehr so viel korrigieren muss. So, Strecke 4, die letzte. Das letzte Checkpoint-Zeitrennen in Chinatown Wars. 3 Minuten für Bronze. Heißt also so ein bisschen drunter für Gold. Heißt ja jetzt nicht, dass wir 3 Minuten dafür brauchen werden, aber... Es ist auf jeden Fall sehr umfangreich. Und wahrscheinlich auch wieder mit Hindernissen gespickt. Ja, kaum sagt man's, da kommt es schon, das Erste. Eine schöne Rampe für den Anfang. Und dann noch eine Rampe, dachten sie sich. Ja, noch ein Minenfeld. Wieso nicht? Kann man mal hinbauen. Ich glaube, die hatten auch richtig Spaß hier von Rockstar, die Boys and Girls, hier diese Sachen hier einzubauen. Dann sagen die sich so, ach, da muss noch eine Mine hin. Oh ja, hier machen wir nur einen engen Schacht hier zwischen. Ah, führen wir ihn hier durch, hinter das Boot, durch hier so. Kaum Platz, das wird bestimmt schön. Ja, dann fährt er da durch 2 Bojen durch. Oh ja, Oh, ist das geil. Den ist bestimmt richtig einer abgegangen beim Missionsdesign. Wo sind jetzt hier überhaupt... Ja, die Abstände sind echt krass gerade zwischen den Checkpoints. Äh, 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 äh,
Alter, was ist hier los? Immer noch Runde 1. Boah. Das wusste ich jetzt nicht. Holy moly, Junge. Also ich glaube, gerade sind wir maximal auf Silberkurs. Maximal. Also das ist, da muss ich mich noch erheblich steigern. So, Rampe. Mine. Mine. Minenfeld. Du bist ein Minenfeld. Ha. Nein, hat nicht gereicht. Scheiße. Nochmal. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Es wird auf jeden Fall schwer. Aber das war die vorherige Challenge auch. Also das vorherige Zeitrennen war auch nicht einfach. Ich habe es auch geschafft. Das ist hier halt ein bisschen länger als das normale Durchschnittsrennen. Das ist ja klar. Aber man soll sich ja auch das verdienen, ne? Dass man dann überall Gold hat und dass man dann alle Zeitrennen abgeschlossen hat. Das ist da. Das muss man sich auch erstmal verdienen, ne? Au. Ja gut, das ist jetzt schon, Die sind aber auch echt fies platziert diesmal. Die sind genau in dem Weg, wo man eigentlich... Genau so auf der Ideallinie quasi. Sodass man quasi gezwungen ist, an denen vorbeizufahren. Dass ich da jetzt nicht in eine Mine gefahren bin, das ist ja wohl... Uiuiui. Mann! Die sind halt auch überall, die Dinger. Ach ja, stimmt, hier bin ich vorhin auch gegen die Boje gefahren. Das war auch nicht so gut. Jetzt muss ich gleich dran denken, dass es nach links geht. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall schlechter als die Runde zuvor. Aber ich möchte einmal so ein Gefühl dafür kriegen, was ich brauche für Silber und so. Dass ich einmal weiß, wie viel ich da noch rausholen muss aus dem Ganzen. Und ich glaube, da, das ist einiges. Bumm. Bumm. Nee. Also dann wären wir im Arsch. Also ob dann die Strecke... Dann frage ich mich aber. Ist ja noch nie vorgekommen in den ganzen Zeitrennen, die wir hier gemacht haben. Wenn ich jetzt, also wenn jetzt das Jetski, das Wetski, Entschuldigung, das heißt Wetski, nicht Jetski, wenn es jetzt explodiert durch diese Minen und ja, Huang eigentlich sterben würde, sind wir dann tot oder sind wir dann wieder im Menü? Weil ich könnte mir vorstellen, dann ist man plötzlich wieder tot, ne? Alle anderen Dinge sind ausgeschaltet, man kriegt keine Sterne etc. Aber dann bei sowas ist man dann down. Wir werden es jetzt sehen. Wenn deine Gesundheit null erreicht, wirst du ohnmächtig und zur Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht. Vor deiner Entlassung kassiert das Krankenhauspersonal für die medizinische Versorgung. Du kannst dich selbst heilen, indem du Gesundheitspickup sammelst oder Nahrung zu dir nimmst. Auch eine kugelsichere Weste schützt dich. Ja, danke. Danke, dass man Tod in die Statistik reingedrückt bekommt. Das war, by the way, unser erster Tod. Das war, by the way, unser erster Tod im Projekt. Ich hatte schon vielleicht damit, mit dem Gedanken gespielt, dass man da vielleicht ohne Tod aus dem Projekt geht. Nein, es geht nicht, denn man ist dann auf einmal tot. Gut, ich wollte es einfach mal wissen. Ist mir jetzt auch scheißegal, ob wir einen Toten in der Statistik haben oder nicht, da gucke ich eh nicht drauf. Ich finde es einfach nur wieder witzig, dass das dann wieder reinzählt. Aber, ja, gut, wundert mich jetzt auch nicht. Hätte ich nicht anders erwartet. Aber ich wollte mich nur noch mal bestätigen, dass es wirklich so ist. Und dass man dann auch nicht zurückgeworbt wird ins Menü und es nochmal starten kann. Weil es ist ja quasi ein Fehlschlag. Aber okay, ich hätte wahrscheinlich einfach Neustart gedrückt halten müssen. Ja, dann wären wir jetzt nicht gestorben, aber dann hätte ich das nicht rausgefunden. Es ist mir wert jetzt auf jeden Fall. Unser erster Tod, Leute. Das ist historisch. Mein erster Chinatown Wars Tod in meiner Chinatown Wars Karriere.
Nicht irgendwie bei einer Hauptmission, bei einem wilden Waffengefecht. Nein, auf einem scheiß Jetski. Auf dem Wasser. Ja. Tut schon irgendwie weh, wenn man das so sich das nochmal so vor Augen hält. Aber gut. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, Leute. Es ist alles in Ordnung. Ja, das ist aber auch hier. Ich weiß nicht. Wie viel brauchst du hier wohl für Gold? Oh, nee. Leute, macht's nicht so dunkel. Ich sehe nichts. Wo sind die Bojen? Auch die Minen und so. Es ist... Okay, das geht klar. Enge Kiste. Enge Kiste hier. Okay. Das jetzt für... Ach Mann, das ist schon wieder so... Sieht man halt immer wieder, ne? Immer diese eine Mine da. Die ist schrecklich. Die ist schrecklich, Leute. Aber ich habe ja schon rausgefunden, man darf ja in zwei reinfahren, ohne zu explodieren. Das geht ja voll in Ordnung. Ich glaube, ich lenke hier auch gerade ein bisschen zu viel. Das wird wieder ordentlich Zeit gekostet haben. Aber gut, dass ich das noch mitgenommen habe jetzt. Ich will jetzt zumindest mal ins Ziel kommen. Um einfach mal zu sehen, wie viel brauchst du? Tatsächlich. Glück hab Silber. War wahrscheinlich nicht mal das. Bei so einer langen Strecke muss man auch ordentlich was rausholen. Hundertprozentig. Nee, es ist Silber. Tatsächlich. 2,52. 2,52. Das sind trotzdem 3 Sekunden. Wo soll ich 3 Sekunden hernehmen, Leute? Wo sollen die herkommen? Sekunden. Das war jetzt ausnahmsweise mal richtig gut. Diese Explosion jetzt. Die hat jetzt echt mal geholfen. Die auch nicht gerade. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, sonst sind wir gleich wieder down. Die Wetski-Mission Zeitrennen sind echt gefährlich, muss ich sagen. Gefährlicher als die Hauptmission. Muss ich jetzt an der Stelle einfach mal so erwähnen, ne? Ist ja bis jetzt der Fall. Oh, beste Uhrzeit hier zum Racen. Nein. Starte neu. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, so kann man sich also auch retten. Gut zu wissen. Meine Fresse, ey. Dass sowas zum Schluss kommen muss noch, ne? Es ist so typisch für GTA einfach. Es gönnt dir nicht den Erfolg. Aber wenn ich so mache, ist doch super easy. Leute, oder? Okay, kann ich jetzt schon wieder knicken. Ich fahre immer da rein, aber die sind halt auch ganz schön fies platziert, muss man einfach sagen. Das ist halt echt auch ein bisschen wild, muss ich sagen. Nur ein bisschen verrückt und wild ist es schon. Aber ich glaube, mit dieser damit kann man Erfolg haben, mit dieser Taktik. Weil man kann halt einfach weiterfahren, so. Ja, man kann auch einfach weiterfahren und den Checkpoint nicht mitnehmen, das geht auch. Die Frage ist nur, ob das so sinnvoll ist. Okay. Aber Leute, ich sehe das immer noch total entspannt. Weil hiernach ist vorbei. Und das... macht mich gerade richtig happy. Dieser Gedanke alleine schon. Dass es hier nach vorbei ist. Es ist einfach wundervoll. So kann man sich, also kann man auch viel einfacher dadurch manövrieren, ne? Das ist super easy. Super entspannt. Ja, ich weiß, Dealer, ihr wollt jetzt dealen, aber ich habe hier gerade echt andere Sachen vor. Bin auf einem Wetski unterwegs und fahre durch gelbe Checkpoints. Also das ist ja wohl
Da muss man auch ein bisschen Verständnis aufbringen für sowas. Okay. So, bislang habe ich alle gekonnt ignoriert, alle Rampen. Aber es kann eben auch mal schief gehen, sowas. Das ist halt, da muss ich richtig aufpassen. Mal mit, das wird sonst echt. Das war eine gute erste Runde, würde ich sagen. Jetzt konzentrieren, dass ich die Rampen auch so mitnehme wie eben, dass ich da dran vorbeifahren kann. Das ist nicht leicht. Oder da kann so viel schief gehen. Also das ist halt echt. Man kann da so heftig seinen Run verkacken. Wenn man den Checkpoint da nicht mitnimmt, ist es vorbei. Ja, es ist auch Fail jetzt von mir natürlich wieder. Aber die erste Runde war so gut, dass ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken mache darüber. Ich fahre einfach mal weiter, ich guck mal. Es sind ja eigentlich, in Anführungsstrichen, nur... Es ist eigentlich viel. Aber es sind eigentlich auch nur 3 Sekunden, also... Ja... Den nehme ich wieder so mit, das ist perfekt. Mal durchfahren. Wieder über außen, ja. So ein bisschen dran vorbeischlängeln, ja. Das ist gut. Rechts außen, links, rechts. Hier ein bisschen. Hier nochmal, ja, über innen. Ein bisschen lenken. Dann fahre ich mal diesmal dran vorbei. Geht sie nach links. Ganz wichtig, nicht vergessen. Zack, zack, zack. Einfach ins Ziel fahren. Easy. Hat gereicht. Es ist Gold und damit sind wir durch mit allen Checkpoint-Zeitrennen in Chinatown Wars. Yeah. Alle auf Gold. Bronze hat gereicht, aber ich wollte halt alles auf Gold haben. Und ja, Leute. Ganz entspannt. Haben wir das mal eben durchgezogen. Mal eben. Hat auch lange gedauert, aber alle Zeitrennmedaillen gewonnen. Der Autohändler in Boabo hat ein neues Importmodell auf Lager. Ja. Müssen wir jetzt eigentlich nicht nochmal gucken. Also es ist halt... Wir gucken irgendwann mal am Ende, was da jetzt alles da freigeschaltet hat. Im Endeffekt haben wir ja eh schon alle gesehen. Das stand halt dann nur noch nicht freigeschaltet oder so. Daher haben wir eh schon alle Modelle gesehen. Es ist jetzt halt irgendein Modell freigeschaltet. Vielleicht ja das... Ja gut, das Jetski, das macht keinen Sinn eigentlich. Wo soll er das abstellen? Im Wasser oder was? Naja, wir gucken jetzt erstmal, wie viel Prozent wir jetzt haben. 34,03, das ist doch wundervoll. Jetzt gibt es hier doch auch bestimmt noch... Punkte, Rennen. Oh Leute, guckt euch das mal an. Einmal nur kurz zum Genießen. Das sind jetzt die Straßenrennen, die wir gemacht haben. Und jetzt einmal die Zeitrennen. Guckt euch das an, Leute. Go-Kart, Boulevard, Boogie, TT, Wetscapade, TT, Patriot Park, TT, Duke's Dust Up, TT, Strecke 3, danke dafür, dass du mich so zum Ausrasten gebracht hast. Loose Exchange, Midtown, Mayhem, Eastside Escapade. Achso, das sind jetzt die einzelnen Strecken, oder? Ach nee, das waren die mit einer Runde nur, die... Ach so, die, ja, genau, die haben wir ja auch gemacht. Die Checkpoint-Zeitrennen mit nur einem... Mit nur einer Strecke und nur mit nur einer Runde. Auch überall Gold, ey, das liest sich so cool. Das ist alles Gold. Sieht so schick aus in der Statistik. Okay, Leute, aber das sollte es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen haben sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.